wo wir hier gerade wieder so schön sitzen, komme ich auf die nächste schön Frage. Schön Wetterdauer. Schön Wetterdauer. Aber eigentlich habe ich noch eine andere Frage. Wann begann eigentlich die Hetze gegen Islam? Ist das ein neues Geschehen oder gab es da schon geschichtliche Beweise, dass es das schon damals gab? Das ist eine gute Frage, weil diese Sache verstehen sehr viele Muslime sehr falsch. Die denken, die Hetze gegen den Islam, die hätte vor kurzem angefangen. Das hat auch viel mit Neid in der Dawa zu tun. Weil man sieht zum Beispiel bei uns, Alhamdulillah, den Erfolg, der von Allah subhanahu wa ta'ala alleine kommt, möge Allah uns Ikhlas geben, dann nehmen viele Leute Islam an. Und Neid bedeutet, dass man demjenigen, der das Gute hat, das Gute nicht gönnt. Also muss man irgendeinen Makel finden. Da fängt man an zu labern. Ja, wo sind denn die ganzen Leute, die den Islam angenommen haben? Ja, sage ich, Alhamdulillah, das sind viele von, erstmal, wenn er nur Islam angenommen hat, ja, dann ist er schon mal besser dran als vorher. Zweitens, viele davon sind in Medina, viele sind nach Ägypten gegangen studieren und andere sind ganz normale Muslime gewesen und vielleicht der ein oder andere. Da gibt es zum Beispiel Leute, die gehen zu einem Scheich, die sagen, ja, die Leute nehmen den Islam an und dann fallen die alle wieder ab. Wo sind die? Ich kenne einen einzigen, persönlich, oder ein einziger fällt mir ein, der Islam angenommen ist, wieder abgefallen. Natürlich, das kann passieren. Aber außerdem, unsere Pflicht ist es nur, die Menschen einzuladen. Unsere Pflicht ist es nicht, oder unsere Pflicht ist an erster Stelle, die Botschaft rüberzubringen. Was der Mensch danach damit macht, da können wir nichts dran verändern. Wir haben beschränkte Möglichkeiten. Wir können es nicht zehnfach teilen, wir können es nicht hundertfach teilen, an 100 verschiedenen Orten zur selben Zeit sein. Vor allen Dingen, dafür haben wir ja unsere Dauerfußballmannschaft, ne? Ja, genau, dafür haben wir ja die Dauernationalmannschaft, ganz genau. So, das heißt, das ist einfach nur Neid, da wird dann gelabert. Oder der Nächste kommt und sagt, ja okay, da haben viele den Islam angenommen, aber wie viele sind dadurch wieder abgefallen, wie viele sind dadurch vom Islam weggekommen? In denen sagen wir, ah, du bist ein ganz Schlauer. Sagen wir also nach 11. September, wo über 3000 Menschen getötet worden sind, nach Anschlag in Madrid, nach Anschlag in England, nach zig Ehrenmorden, jeder Deutsche ist schon vom Türkenmob zusammengeschlagen, ja nicht jeder, ja, aber viele, und abgezogen worden und Kriminalität unter Jugendlichen, dann haben sie plötzlich Abstand genommen vom Islam, weil jemand Allahu Akbar geschrien hat. Das heißt, wer sowas erzählt, das ist einfach nur purer Neid. Purer Neid. Ja? Und dann soll er mir mal einen zeigen, der gesagt hat, oh, weil Pia Vogel gesagt hat, der Islam ist die einzig wahre Religion, hat er danach keine Lust auf Islam gehabt. Das ist völliger Quatsch. Zur damaligen Zeit, als der Prophet zum Islam gerufen hat, wurde er auch bekämpft, weil er die wahre Botschaft verkündet hat. Aber wenn wir geschichtlich reingucken, wenn wir die Geschichte betrachten, ist es wirklich so, dass die Hetze gegen den Islam praktisch schon anfing mit den Kreuzzügen. Später ist es natürlich abgeflacht, weil es einfach keine Muslime gab, weil die Hetze beginnt ja dann, wenn Muslime stark sind. Vorher braucht man ja keine Hetze. Ist ja unnötig, Geld dafür auszugeben, ja, mit den Medien und so weiter. Später begann es vor allen Dingen als in dem Israel-Konflikt, als es angefangen hat. Das war sozusagen der erste Schritt. Und insbesondere als in München, als es zu den Anschlägen kam, bei der Olympiade in den 70er Jahren, dann kam ein richtiger Bruch, wo es verstärkt zur Hetze kam. Das war nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach dem Untergang der Sowjetunion. Warum war das so? Das sind nicht meine Worte. Da gibt es beispielsweise das Buch Feindbild Islam, wo das ganz klar von Nicht-Muslimen gesagt wird, weil der Westen ein neues Feindbild brauchte. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, wo es keinen Feind mehr gab, wie soll man jetzt legitimieren, dass man Massenvernichtungswaffen herstellt? Dass man Steuergelder für Waffen herstellt? Wie hat man das gemacht? Indem man einen neuen Feind bringt. Hier, die sind gefährlich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da gab es damals einen Bericht in einem deutschen Magazin, das waren die gefährlichsten Männer der Welt. Da waren dann damals Saddam Hussein, Gaddafi, Bashar al-Assad oder Hafez al-Assad damals. Ja, alles, die Yasser Arafat, die ganzen arabischen Führer. Das heißt, die waren auf einmal die gefährlichsten Männer der Welt. Und deswegen kann ich mich noch erinnern, im Jahre 1996, als ich von Berlin des Öfteren nach Köln geflogen bin, da ist ein Mann eingestiegen mit einem Turban. Und da habe ich den die ganze Zeit im Auge gehabt,
wegen Flugzeugentführung etc. Das heißt, diese Sache hat schon lange angefangen. Dann kam natürlich eine weitere Verstärkung nach dem 11. September, ganz intensiv. Ja? Und das ist der Punkt. Das heißt, wenn einer sagt, die Hetze hätte jetzt angefangen, oder jetzt, weil jemand öffentlich zum Islam ruft und öffentlich Missverständnisse aufklärt über Islam und Terrorismus oder öffentlich Mut zeigt oder öffentlich sagt, der Islam ist die Wahrheit oder öffentlich Beweise für die Wahrhaftigkeit des Islams bringt oder öffentlich sagt, wir müssen die Nicht-Muslime gut behandeln und öffentlich sagt, dass es keine Zwangsheirat im Islam gibt und öffentlich sagt, dass es kein Ehrenmord im Islam gibt und man sagt dann, der schadet dem Islam damit, wer das sagt, ist einfach nur ein Neider. Ja, aber dann sagen sie, ja, aber die Art und Weise, dann sagen wir die Art und Weise, was ist das Problem in der Art und Weise? Ja, zu hart, zu dem, erstmal wir sagen, diese Art und Weise hat tausende Leute angezogen. Wir gehen hier jeden Tag durch, jedes Mal, wenn wir durch die Stadt gehen, siehst du das. Zweitens, wir fragen, wie waren die Propheten? Allah liebt diejenigen, die standhaft sind, die Mut haben, die Ehre zeigen und die für ihre Religion einstehen. Ibrahim a.s., was hat er gesagt? Er hat denen gesagt, eure Götzen, eure Vorväter, ihr und eure Vorväter, ihr wart in einem deutlichen Irrtum. Ihr seid auf einem falschen Irrweg. Und der Prophet a.s., was hat er gesagt? Das, was ihr anbetet, ist falsch. Das heißt, klare, deutliche Worte mit Kraft vorgetragen. Aber das Problem ist, der Satan, der will die Muslime zu Mäusen erziehen. Weil Mäuse wehren sich nicht, Mäuse verstecken sich nur und die haben auch keinen Machtanspruch. Und deswegen wird den Muslimen erzählt, ja, das ist alles nicht das islamische Benehmen ist, sich zurückziehen, ja, sich verstecken, das ist das islamische Benehmen. Das ist nicht das islamische Benehmen. Das islamische Benehmen ist, Ehre, Mut zu zeigen und für seine Religion einzustehen. Und deswegen sagen wir zu denen, Takbir. Allahu Akbar!